Dies ist nicht die Zeit, sich etwas vorzumachen. Herr Hitler hat also den Krieg begonnen. In Kürze geht unsere Kriegserklärung an ihn hinaus. Aber Frankreich, Monsieur Lieben, ist nicht vorbereitet auf diesen Krieg. Wir vom Geheimdienst schon überhaupt nicht. Es handelt sich um ein Problem aus Ihrer Berufssphäre. Kapitän, sprechen Sie es aus. Jawohl, Monsieur. Wir sind nämlich fast pleite, Liefen. Pleite? Jawohl, Monsieur. Mittellos, beinahe. Angewiesen auf lächerliche Zuwendungen des Kriegsministers. Unfähig im Großen zu operieren, wie das jetzt nötig wäre. Geknebelt. Aktionsunfähig. Das ist aber böse. Entschuldigen Sie, aber wenn ein Staat kein Geld hat, dann sollte er sich vielleicht lieber keinen Geheimdienst leisten. Unser Staat hätte genug Geld gehabt, sich auf einen Angriff vorzubereiten. Leider, Monsieur, gibt es Kreise in Frankreich, selbstsüchtige, egoistische Menschen, die zusätzliche Steuern ablehnen und nur raffen und schieben. Selbst in dieser Situation bereichern sie sich noch am Elend unseres Vaterlandes.